So kennen wir die Eurodancers. An diversen Events, vor allem aber an den Spielen der Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft, heizen sie dem Publikum ein. Beachsoccer ohne die Eurodancers, mittlerweile fast undenkbar. Ja, es wird dann immer ein bisschen lauter, dann die Musik wird geändert und dann weiss ich, jetzt sind sie wieder am Zug und dann natürlich unser Publikum anheizen und anführen. Die Eurodancers helfen aber nicht nur unseren Beach Boys, beste Leistungen zu erzielen. Ich denke, es ist eher mehr für die Zuschauer, für die Kulisse, die Leute sollen es geniessen, aber für uns Spieler ist das halt nur so eine Nebensache. Aber eben, wie gesagt, das gehört zum Beachsoccer. Die Cheerdancerinnen bestreiten auch Wettkämpfe, wo sie gegen andere Dance-Teams antreten. Highlight der Saison, die Schweizer Meisterschaft, vergangenes Wochenende in Bern. Die Eurodancers gehen hier als Titelverteidiger und absoluter Favorit an den Start. Kurz vor dem Wettkampf wird es aber trotzdem hektisch. Also es ist so, dass wir heute zu siebt starten wollten und es gibt einfach in der Schweiz ein Regelwerk und es gibt international ein Regelwerk. Und ja, jetzt sind wir heute hergekommen, 7 Personen, juppi, haben sich gedacht, ja passt eh alles. Und ich habe das Regelwerk leider nicht mehr nochmal extra angeschaut, weil wir fahren dann auch zur Europameisterschaft und sind dort auch zu siebt am Start. Und jetzt starten wir zu acht, dass wir nicht disqualifiziert werden und wir geben unser Bestes, dass wir uns wieder unseren Titel verteidigen. Freestyler. Die Lösung ist schnell gefunden. Melanie springt kurzfristig ein. Das war so nicht geplant und wurde auch nicht geprobt. Verständlich, dass Melanie ziemlich nervös ist vor dem großen Auftritt. Ja, es gibt schon Stellen, wo ich weiss, dort habe ich meine schwachen Punkte, aber ich gebe einfach Vollgas und freue mich einfach auf meinen Einsatz. In 2,5 Minuten kämpfen die Gruppen um die Gunst der Jury, ein Team nach dem anderen. Als Titelverteidiger treten die Eurodancers zum Schluss auf. Man wärmt sich auf und beobachtet die Konkurrenz, bevor es schließlich losgeht. Bonkers. Zeucherinnen legen einen fast perfekten Auftritt hin. Trainerin Flora Maurer ist überglücklich. Also ich hab's voll geil gefunden und die Mädels. Es war echt urcool, voll gute Stimmung, hat echt urspaß gemacht. Ich weiß nicht, wo ich meine Energie noch hergenommen habe an dem Wochenende, aber irgendwie hat's geklappt. Trotz Nervosität konnte auch Melanie überzeugen. Entsprechend groß ist die Erleichterung nach dem Auftritt. Ist gut gelaufen, für mich ist super gelaufen. Ich muss das nachher mal anschauen und dann auch reflektieren, aber so jetzt aus dem Bauch ist. Ja, ich bin happy. Ich bin so happy.
Mit 7,96 von 10 möglichen Punkten holten sich die Eurodancers klar den Sieg in der Kategorie Senior Dance. Bleibt zu hoffen, dass die Beach Boys auf dem Sand mit ähnlich guten Leistungen brillieren können.